Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Apache 2 Webserver gegen sogenannte Level 7 DOS-Angriffe weiter absichern können. Dies ist die Folge 2 dieser Serie. Insoweit ist es Voraussetzung, dass Sie Folge 1 gesehen und umgesetzt haben. Ich werde das jetzt hier unter Ubuntu 10.10 durchführen. Funktioniert natürlich grundsätzlich auch unter jeder anderen Version mit Apache 2 installiert. Um diesen Schutz einzufügen, brauchen wir eigentlich nur eine der sogenannten Rules-Dateien aus dem ersten Video etwas zu modifizieren. Rufen wir sie erstmal auf. Ich habe hier schon eine Eingabeaufforderung geöffnet. Den Dateinamen, den finden Sie natürlich auch in der Beschreibung. Insoweit starte ich jetzt erstmal mit Root-Rechten den gedit-Editor, um die entsprechende Datei aufzurufen. Einfach mit sudo, je nachdem, ob Sie schon Root-Benutzer sind oder nicht. Sudo gedit etc apache 2 und dann mod security rules und die Datei heißt mod security crs 10 config.conf. Rufen wir das sonst auf. Fahren wir ans Ende der Datei. Ein paar neue Zeilen einfügen. Da haue ich jetzt erstmal eine Beschreibung rein. Sternchen, Sternchen, Stopp, Layer 7, Slow Request Attacks. Quasi als Beschreibung dessen, was jetzt kommt. Genauso sehen wir das auch hier oben. Erst die Beschreibung und dann der Befehl. Und setzen es hier als Befehl. Sec read State Limit. Setzen wir einfach den Wert 5 rein. Sollten Sie nicht den Stand des ersten Videos haben, dann kann es natürlich sein, dass dieser Wert SecReadStateLimit bei Ihnen schon in der Konfigurationsdatei vorhanden ist. In dem Moment erstmal danach suchen. Kopieren, suchen, suchen. Wird nicht gefunden. Das, was ich gerade reingeschrieben habe, wird in diesem Fall zum ersten Mal gefunden, also war es vorher nicht vorhanden. Wenn bei Ihnen vorhanden, dann eventuell den dortigen Wert einfach abändern, eventuell auch nur die Auskommentierung rausnehmen, je nachdem, was dann da steht. Ansonsten nur noch abspeichern, schließen und sudo etc init.d apache 2 restart, damit das Ganze auch geladen wird. Am Ende bekommen wir wieder unser OK. Insoweit ist also wirklich alles OK.